Der BVB hat am 34. Spieltag der letzten Saison die Meisterschaft verspielt. Wie hast du diese gefühlte Niederlage erlebt? Ja, ich war gerade im See baden. Ich habe nicht so wirklich was mitbekommen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt natürlich auch nicht, dass ich noch Dortmund-Trainer werde für die nächste Saison. Deswegen hatte ich im Prinzip schon mit der Meisterschaft für Dortmund abgehakt. Und dann gucke ich abends nochmal auf die Tabelle. Bayern auf Platz 1, punktgleich mit Dortmund. Dachte ich mir auch so, verdammt, was ist denn da passiert? Ja, bisschen unglücklich gelaufen, der 34. Spieltag der letzten Saison. Aber wir treten ja in diesem Jahr wieder neu an, um es besser zu machen. Ist dieses Jahr die Meisterschaft möglich? Ja, natürlich. Wir können dieses Jahr Meister werden. Wir haben einen richtig guten Kader, ein richtig gutes Team, richtig tolle Talente. Die Vorbereitung lief, würde ich jetzt mal sagen, ganz okay. Und ich denke mal, wir können auch erfolgreich in die Bundesliga starten. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Das ist das Ziel des Vereins. Und wenn die Spieler das machen, was ich ihnen sage, dann werden wir am Ende auch deutscher Meister. Okay, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Gerne. Weiter geht's in der Karriere mit Borussia Dortmund. Wir starten jetzt gleich in die Bundesliga zu Hause gegen Köln. Falls ihr es verpasst habt, Teamstrategie, Kick and Rush. Und mit dieser Strategie, mit dieser Taktik haben wir gegen Arsenal 1-1 gespielt, Aston Villa 1-1 und dann nochmal einen etwas leichteren Gegner im Testspiel mit 1-0 besiegt. Wir haben ja die Transferzentrale voller Spieler, die wir aktuell noch scouten und beobachten. Ich habe jetzt auch mal ein paar junge, wilde, defensivere Spieler. Bislang habe ich ja alles vollgeklatscht mit Offensivspielern, aber wir brauchen ja drei starke Spieler. Zumindest erwartet der Vorstand das, dass wir die 80 Millionen, die wir haben, oder aktuell sogar 85 Millionen, dass wir davon drei Spieler unter 20 mit einem hohen Durchschnittspotenzial verpflichten. Wir haben nochmal ein Angebot für Emre Can, aber nee, der ist hier unverkäuflich. Ein Transferangebot für Sebastian Haller, bei dem ich natürlich noch nicht weiß, wie lange und ob ich ihn behalten werde. Aber erstmal die Hinrunde werde ich mit dem Kader, so wie er jetzt ist, antreten. Und hier kommt eine ganze Menge an Abschlussberichten rein und ein Transferangebot für Moukoko, was natürlich auch abgelehnt wird. Schauen wir uns doch die neue Transferzentrale mal an. Also aktuell Benjamin Sesko, sehr interessant. Und ist sogar vom Marktwert her einfach nur bezahlbar, würde ich sagen. Dann haben wir hier einen ZOM, auch wieder von Red Bull, wieder von Salzburg. Habe ich das jetzt richtig erkannt? Der auch nur knapp 10 Millionen Marktwert hat. Also da wäre theoretisch auch was möglich. Okay, wir warten noch mal ein bisschen weiter ab. Zwei Fragezeichen sind noch am Start. Abschlussbericht, da sind sie auch schon, für Rentsch und Poku und Leihangebot Pohlmann. Ja, da hatte ich mir tatsächlich überlegt, den zu verkaufen, aber nur, ja, eine Laie. Also ich will ihn nicht verkaufen, ich will ihn verleihen. Übereinkunft zu Pohlmann wird angenommen von Alkmaar. Das ist sehr schön. Ein Spieler wieder weniger, um den wir uns kümmern müssen in der Ausbildung. Und Österreich ist abgegrast. Das heißt, wir können bald auch nochmal die Länder ändern. Aber erstmal das Spiel zu Hause gegen Köln. Unser erstes Heimspieltransferangebot für Marlen. Muss ich gar nicht drüber nachdenken. Den werden wir nicht verkaufen. Wir gehen rein, werden uns aber vorher nochmal genau überlegen, wen wir jetzt spielen lassen, wen wir mitnehmen. Julian Brandt muss sich erst einmal wieder ranarbeiten. Hat seinen Stammplatz gegen Sabitzer aufgrund des mega geilen Tores erst einmal hergeben müssen. Den Durenwill, den würde ich jetzt nicht weiter einsetzen. Den würde ich eventuell auch nochmal verleihen. Den Gittens nehme ich allerdings mit für Moukoko. Und dann würde ich außerdem auch nochmal eher den Rainer mitnehmen und Mecha zu Hause lassen. Schauen wir nochmal auf den Vorbericht. Hier sehen wir den Gegner. Ja. Apropos 1. FC Köln, da gibt es ja einen Spieler, den ich immer sehr interessant fand. Wo ist der eigentlich abgeblieben? Ich gucke mir so den 1. FC Köln an, aber ich finde hier meinen Lieblingsspieler aus FIFA 23 aktuell nicht. Das ist ja mal ein bisschen doof. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man ihn schreibt. Mit TH, den Thielmann, vielleicht Jan Thielmann, da haben wir ihn schon. Leider über 20. Ah, der hat auch gerade gewechselt. Sehr, sehr schade. Ich werde ihn aber trotzdem mal beobachten. Vielleicht ist ja da für die nächste Saison ein Transfer möglich. Okay, und dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel zu Hause. Kick and Rush gegen Konterfußball von Köln.
Anstoß für Borussia Dortmund. Einlaufmusik gibt's ja nicht mehr in diesem FIFA 24, wie ich es immer noch nenne. Gleich ist der Torhymne drin, aber reinschneiden werde ich die auf jeden Fall. Ganz stark Donny Malen. Erst einmal vorbei am Linksverteidiger und jetzt... schade einfach. Einfach schade, da habe ich mir sehr viel mehr erhofft. Marco Reus mit Langhafer auf Sebastian Haller, aber der Kölner Abwehrspieler hatte alles im Griff in dieser Anfangsphase. Oh, den hat er gut bekommen. Spieler im Fokus heute Donny Malen. Köln sehr stark in dieser Anfangsphase. Sabitzer muss rauf, kommt da nicht rechtzeitig an. Gregor Kobel klärt zum Eckball. Eieiei, die Kölner meint's ernst. Oh, Wolf mit Problem, verliert hier diesen Zweikampf. Immer noch die Kölner mit ihrem angeblichen Konterfußball. So, Kick and Rush, Donny Malen. Ja, jawohl, Donny Malen setzt sich dadurch, der 50-Millionen-Mann. Bei Borussia Dortmund, diesmal muss er ihn probieren. Immerhin ein Abschluss nach 15 Minuten. Wieder Marco Reus. Ah, schade, da dachte ich, da komme ich da irgendwie durch und kann das Ding direkt aufs Tor bringen mit Marco Reus. Und wieder die Kölner. Da sieht man so ein bisschen den Konterfußball jetzt. Wolf setzt sich durch, aber Einwurf für die Kölner. Eieiei, das darf natürlich so nicht passieren. Wieder Gregor Kobel. Also die Abwehr wackelt und hat Luft. Eieiei, Köln jetzt mit einem Eckball. 23 Minuten. Also wir haben zwar schon einen guten Abschluss gehabt, aber die Kölner spielen hier offensiv schon eine wichtige Rolle. Wolf treibt das Ding. Und das ist jetzt Donny Malen. Schon wieder. Diesmal mit einem Abschluss deutlich früher, aber den verkackt er total. Oh, wieder die Kölner. Wieder Gregor Kobel. Also ich würde mal sagen, nach guten, starken Abschlüssen führt Köln hier mit 1-2 Möglichkeiten. Allerdings haben wir natürlich einen richtig starken Keeper. Hier auch wieder eine richtig starke Möglichkeit von Köln, die unser Gregor Kobel gehalten hat. Und wieder die Kölner, wieder Gregor Kobel. Das ist ja der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, was die hier heute hinlegen, die Kölner. Und Gregor Kobel schon wieder mit einer Wahnsinnsparade. Wir brauchen Spielanteile. Deswegen ja einfach mal ein schöner Seitenwechsel. Benze Baini. Schön in die Lücke gelaufen. Richtig stark. 1-0 Borussia Dortmund. Torhymne ist eingespielt. Weil RIA liefert halt nicht. Und es ist Karim Adeyemi. So schön und einfach kann Fußball sein. Kick and Rush. Und die Fans feiern das. Benze Baini in die Lücke, Adeyemi. Und dann einfach, ähnlich wie in der Bayern-Karriere, Harry Kane mit seinem Linken. Hier ist es Adeyemi. Ja, der war natürlich, der passte, der musste rein. Und somit eine völlig unverdiente Führung hier für Borussia Dortmund. Und wieder Adeyemi, der hat eine Idee auf Marco Reus, Direktabnahme. Es wird ja immer schöner hier. Jawohl, so kann es weitergehen. Marcel Sabitzer, Schade. Ohohoho, wenn so einer mal reingeht, ne? Eieiei. Okay, also, wir haben hier eine halbe Stunde Köln überlebt. Und jetzt sind wir am Zug. Und wieder Donny Malen, jetzt hat er Platz. Ja, macht der Stürmer mit. Wir versuchen's. Ja, der kommt ganz gut, aber die Abwehr ist auch am Start. Marcel Sabitzer träumt vor sich hin. Vielleicht müssen wir da in der zweiten Halbzeit Julian Brandt bringen. Vielleicht kommen wir nochmal vors Tor jetzt in dieser ersten Halbzeit. Marco Reus mit einer erneuten starken Möglichkeit. Und das war's dann leider auch für die erste Halbzeit. Ach, also wie gesagt, eine halbe Stunde haben wir Köln überlebt. Und jetzt sind wir an der Reihe. Ich hoffe, es geht in der zweiten Halbzeit so weiter, wie die erste aufgehört hat. Wir starten in die zweite Hälfte. Auf geht's. In der Hoffnung. Also wir haben jetzt erstmal nichts verändert an der Aufstellung. Wir können noch früh genug rotieren. Ganz stark von Sabitzer, wie er da drauf gegangen ist. Sebastian Haller, Schade. Erstmal breit machen. Und dann ist es wieder Donny Malen mit einer starken Möglichkeit.
Donny Malen zum... ja, wir beißen uns gerade so ein bisschen fest. Emre Can. Marco Reus nimmt Maß. Oh, wie schade war das denn? Wir haben das Spiel komplett übernommen. Marco Reus übernimmt die Führung. Es läuft gerade einfach. Sabitzer. Wie im Testspiel. Nicht ganz. Es kommt Luca Waldschmidt. Marc Uth geht beim 1. FC Köln. Nein. Jetzt weiß ich, wie Köln sich in der ersten Halbzeit gefühlt hat. Ja, okay, nicht ganz. Also das war... Pobel hat so stark gehalten. Hier nochmal. Okay, da haben wir uns... Ja, wie stark war der Schuss? Naja, also... Okay, nennen wir es Ausgleich, eine Gerechtigkeit. Starker Seitenwechsel. Schön abtropfen lassen. Aber da kommt er nicht an, der Pass von Benze Baini. Wir haben ja auch noch einen Julian Brandt auf der Ersatzbank. Ich glaube, den brauchen wir jetzt. Sabitzer, noch kein Wechsel. Ja, Adeyemi versucht ihn nochmal in die Mitte flach abzulegen. Noch sind es ja 25 Minuten Zeit. Oh, den hat er gut mitgenommen. Damit hat Mats Hummels nicht gerechnet. Gut abgelegt. Und Kobel ist wieder da. Wolf, clever gelöst. Junge, Junge, also die Kölner bleiben wild und gefährlich. Jetzt vielleicht nochmal Sebastian Haller. Lang und hoch der Versuch. Heute nicht. Noch knapp 17 Minuten. Immer noch kein Wechsel. Das war jetzt... Bisschen blöd, Gregor Kobel klärt zum Eckball. Jetzt kommt endlich der Wechsel bei Borussia Dortmund. Julian Brandt wird kommen für Marco Reus. 17 Minuten vor Spielende. Nochmal die Kölner. Eieiei. Eieiei. Oh, schwacher Abschluss und Gregor Kobel hält die Beine zusammen. Schaut euch mal den Jubel an. Die Spieler gratulieren und feiern ihren Gregor Kobel nach dieser Glanzleistung. Wir haben noch knapp 10 Minuten Zeit. Im Moment haben die Kölner wieder das Spiel übernommen. Sabitzer, was machen Sache? Das gibt's nicht. Nicht in ja, so einer Situation hätte man den Ball auch gerne zum Mitspieler bringen können. Mats Hummels schaltet sich jetzt mal vorne mit ein. Ah, auch der mit dem Fehlpass. Oh, vorbei an Süle. Kommt doch noch rechtzeitig. Kobel klärt zum nächsten Eckball. 5 Minuten Spielzeit ist noch. Also die Kölner. Oh nee, gibt keinen Eckball. Gibt Abstoß für Dortmund. Sabitzer. Ja. Adeyemi bringt ihn auf Brand. Oh, immerhin mal nochmal ein Versuch. Aber die Direktabnahme zu harmlos. Die letzten 2 Minuten laufen. Druck machen. Ach, schade. Es läuft die 90. Minute. Nochmal Freistoß, der uns natürlich auch viel Zeit nimmt. Ah, den kriegen wir da im ersten Moment. Aber dann muss man jetzt auch aufpassen, dass man dieses Spiel dann nicht verliert hier gegen die Kölner. Vorbereitung gut gelaufen. Okay, das ist es dann wohl auch gewesen. Die letzten 20 Sekunden. Irgendwie den Ball schnell nach vorne. Aber nein, es reicht nicht mehr. Es ist ein, man muss es schon sagen, ein gerechtes Unentschieden. Keine Mannschaft hätte hier wirklich den Sieg verdient gehabt. Also beide Mannschaften richtig stark. Die Kölner hatten eine wilde Anfangsphase und eine echt starke zweite Halbzeit, mit der ich so gar nicht mehr gerechnet hatte, nachdem wir in der ersten Halbzeit die letzten 10, 15 Minuten das Spiel übernommen hatten. Adeyemi erzielt erstes Saisontor in der Tabelle, landen wir dadurch auf Platz 8. Wir haben nochmal Posttransferangebot, Mugugu auch hier wieder ablehnen. Würde ich jetzt was an der ersten Elf ändern? Ich glaube aktuell tatsächlich nicht. Vielleicht ist es auch zu früh jetzt schon zu sagen, okay, mit Sebastian Haller, vielleicht hätte man da nochmal was anderes probieren sollen mit Mugugu, mit Füllkrug. Na klar, da kann man immer ja, hinterher kann man immer sagen, ja, probier das doch mal, mach das doch mal. Wir müssen vielleicht den Rainer nochmal mitnehmen für Lotgar. Schauen wir uns nochmal die Transferzentrale an. Mittlerweile müssten ja alle Spieler gescoutet sein. Wir haben hier Rensch. Habe ich den nicht in FIFA 23 auch verpflichtet? Auch nur knapp 12 Millionen. Die Frage ist, was hat denn der für ein Talent? Ist das einer,
der zählt, wenn wir den verpflichten für unser Team? Also im Prinzip, ja, dann hätten wir Sucic als ZOM. Ich weiß noch nicht genau, wann, wo, wie ich den einsetzen soll, weil wir haben Brandt, wir haben Reus. Rainer wäre ja auch irgendwie ZOM und dann hätten wir hier ganz oben auch nochmal Benjamin Sesko. Aber was wir natürlich auch nochmal machen können, nee, die Scout-Aufträge lassen wir so, die Scouts schicken wir einfach nochmal wieder in andere Länder. Aus Belgien würde ich... Nee, Moment. Bevor wir das machen, gehen wir nochmal den Scout-Bericht durch. Ja, man weiß ja nicht, ob vielleicht nochmal irgendwie... Ja, guck mal. Zeigt großes Potenzial. 18 Jahre jung. Leon King von Club Brügge. Auch einfach mal gucken. Großes Potenzial. Poku haben wir schon auf der Liste. Was hat denn der für eine Gesamtstärke? 67. Bisschen wenig. Dann haben wir hier nochmal einen Hugo Larsson von Frankfurt. Okay. Dann hier Sydney Räbiger, wenn wir auch nochmal beobachten, kann ja wahrscheinlich nicht schaden. Den Sucic beobachten wir schon, den Paredes auch. Kate Kovel, den habe ich auch in irgendeiner Karriere mal verpflichtet. Auf ein neues, vielleicht klappt es ja. So, Zeno De Bast von RSC Anderlecht, auch mit großem Potenzial. Ruben von Bommel, den haben wir schon. Vermandt haben wir auch auf der Liste. Dann hier von Salzburg, Konaté, auch einfach mal beobachten. Amar Dedic, warum beobachte ich den noch nicht? 19 Millionen Marktwert oder beziehungsweise Freigabesumme. Das hat ja vielleicht auch schon mal was zu heißen. Yankuba Minté, verliehen. Ah, okay, dann können wir das Scouting direkt wieder beenden. Das wird dann wohl eher nix. Viele US-Amerikaner, Ricardo Pepi, auch den, auch, oh, jetzt habe ich den, glaube ich, nur, ah, verdammt, jetzt ist der weg. Ist wahrscheinlich irgendwo ganz oben. Ja, den Martin Winkler auch noch mal beobachten. Ich glaube, Benjamin Sesko, genau, den haben wir. Fabio Carvalho, auch wieder von, nee, der ist verliehen an Leipzig. Dann haben wir einen Jack McGlynn. Vom Namen her cool, großes Potenzial, mal schauen. Okay, die Liste ist erstmal wieder voll geknallt, würde ich sagen. Fahren wir jetzt erstmal nach Dortmund. Transferangebot Lotka. Nee, aktuell will ich meinen zweiten Keeper nicht verkaufen. Transferangebot Gittens, den will ich auch nicht abgeben. Und dann Transferangebot für Özcan, den will ich auch auf gar keinen Fall abgeben. Und wir haben einen Spieler, der uns wahrscheinlich wieder auf Leihbasis verlässt. Ich müsste jetzt raten, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Ach, der Ole Pohlmann ist es. Der wechselt für 12 Monate auf Leihbasis zu Alkmaar A. Transferangebot Sebastian Haller. Dass der noch so krasse Werte hat. Man United will den Pohlmann ausgeliehen. Abschlussbericht. Da sind wieder einige am Start. Müssen wir mal schauen, dass wir hier, ja, Leihangebot für Dürren will. Und zwar Leihe zum Kauf. Nee. Ja, machen wir mal 2-Jahres-Leihe. Niederlande ist abgegrast. Und dann schauen wir uns jetzt nochmal unter den Transfers in der Transferzentrale die neue gescouteten Jungs an. Und so eine richtige Überraschung ist gerade noch nicht dabei. Also wahrscheinlich bleibt es bei Rentsch. Also ich würde Wolf trotzdem weiterhin spielen lassen, aber ich muss ja auch schauen, dass ich irgendwie die Vorgaben des Vereins hinbekomme. Komm, ich glaube, Rentsch ist eine ganz gute Option. Diese 35 Millionen, nee, so viel wollen wir nicht zahlen. Ja, womit versuchen wir es? Ich würde mal sagen, mit 14 Millionen. Wir wollen ja nicht gleich komplett, dass das hier abgebrochen wird. Also 14 Millionen sind viel, viel weniger als 35 Millionen. 14,8 und 20% Weiterverkaufsgebühr. Ich will ihn ja eigentlich nicht weiter verkaufen, deswegen werde ich das... Nee, komm, wir entfernen das und ja, versuchen nochmal mit 14,8 Millionen was zu erreichen. Oh, es sieht so aus, kein Text mehr an dieser Stelle. Gab es früher immer Text. Aber es sieht so aus, als hätten wir uns im Positiven geeinigt. Rolle im Kader sporadisch, das finde ich auf jeden Fall gut. Ich weiß gar nicht, ob man das mittlerweile... wie soll ich sagen, verhandeln kann, aber ich befürchte, dass man hier in diesem Menü, in diesem Verhandlungsdings einfach im Vergleich zu FIFA 23 gar nichts geändert hat. Gehalt, da würde ich mal sagen, bieten wir von unserer Seite direkt mal 20.000, einfach wir haben 1,5 Millionen Budget und das ist auch für ihn ein faires Angebot. Herzlich willkommen bei Borussia Dortmund. Und der neue Spieler betritt zum ersten Mal das Vereinsgebäude. Ja, weißt du gar nicht. Ah, ja, hallo. Wir haben schon auf dich gewartet. Der Trainer müsste auch jeden Moment hier. Da, guck mal, da kommt Ben Masterful. Hallo, wie geht's? Ich bin der Trainer. Schön, dass du da bist. Wir sehen uns nachher beim Training. Ja, okay, machen wir. Tschüss. Ja, ja, okay. Ja, schneller. Mehr treten. Immer mehr. Ja, zeig mal.
Und hier ist der neue Spieler. Ah, bitte nochmal drehen. Lächeln in die Kamera. Danke. Okay. Ja, einmal noch. Super. 14,8 Millionen von Bilbao kommt Dwayne Wrench, würde ich es aussprechen. Eine B. So, und jetzt natürlich auch die Frage, ob das jetzt was gebracht hat. Wo haben wir denn hier die Ziele? Ganz vorne. Und tatsächlich, 1 von 3 und verpflichtet 2 Spieler der Union Academy. Das hat damit allerdings nichts zu tun. Ersetze 3 Spieler deiner Mannschaft. 1 von 3 haben wir auch da beendet. Also das war auf jeden Fall ein Transfer, der gut war. Jetzt fahren wir zum VfL nach Bochum. Vorbericht, hier die Aufstellung des Gegners. Die haben auch einen Schlotterbeck. Stimmt, den wollte ich in FIFA 23 ja eigentlich mal verpflichten. Jetzt egal, ab ins Stadion. Anstoß für den VfL aus Bochum. Los geht's, gleiche Mannschaft, nichts verändert. Adeyemi, jawohl, setzt sich hier richtig gut durch. Das hat er gut gemacht, der Turbo-Junge mit der ersten Möglichkeit. Nach 2 Minuten. Oh, Sabitzer mit Grätsche und Adeyemi da auf einmal dieses Turbo-Symbol. Das hat der Davies in der Bayern-Karriere. Ich weiß immer noch nicht, was das zu bedeuten hat. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Schwache Flanke der Bochumer. Oh, die Fans sind da. Mal mit dem Versuch eines Seitenwechsels. Jetzt kommt er. Der war endlich mal gut gespielt. Sebastian Haller. Sollte er die Flanke bringen, versucht es, gibt Eckball. Eckball wieder mal kurz ausgeführt. Marcel Sabitzer. Der Versuch eines Eckballs. Donny Malen. Ah, der war zu harmlos. Ganz stark Süle. Nochmal die Grätsche hinterher. Wahnsinn. Was für ein Einsatz und zu weit vorgelegt. Ja, aber hier, Emre Can. Emre Can, Junge, das geht besser. Aber wir sind hier, ihr seht es. Ja, noch einmal, komm. Und jetzt. Och ne. Och ne. Also wir haben uns fast richtig gut rausgekämpft hinten. Und dann der VfL Bochum. Ein Schuss, ein Treffer nach 19 Minuten. So, hier, da hatten wir ihn fast. Vorher auch schon mal. Ja, und dann, ach, der war schon wieder haltbar. Also die unhaltbaren Dinger, die holt der Kobel. Und diese einfachen Kreisliga-Dinger, ne? Da ist er aktuell noch überfordert. Ach, genau so schaut's aus, dieses Gesicht. Meine ich. Benzebaini. Ja, Adeyemi! Wahnsinn! Dieser Keeper! Ja, Szenenapplaus gerechtfertigt. Kann man nicht anders sagen. Sabitzer zeigt, warum er geholt wurde. Wieder Adeyemi, wieder dieser verdammte Riemann. Aber ich glaube, es war vorher abseits. Ja, vorher abseits. Sehr, sehr schade. Sehr coole neue Animation. Um das Abseits zu zeigen hier. Sabitzer, der dreht hier richtig auf heute. Ah, Sebastian Haller. Da hätte er eigentlich nicht hinlaufen sollen. Deswegen war der Pass anders als gedacht. Oh, komm schon, bloß nicht ins Ausgehen lassen. Also wenn die Bochumer kommen jetzt hier nach einer halben Stunde erneut, dann kommen sie richtig. Nächster Ball, der abgefangen wird bei unserem Kick-and-Rush-Modell. Kobel zum ersten, zum zweiten. Und dann Wolf macht Schluss. So, jetzt kommt schon. Entlastung. Wohin jetzt? Marco Reus, super Solo, super Solo. Hey, hey. Ah, Mann, schade, die Idee war gut. Süle dazwischen, gibt den Freistoß. Und zwar für den VfL. Das müsste direkt am 16er sein. Oh ne, ist doch ein bisschen weiter weg. Okay, 3 Mann in die Mauer. Und dann würde ich sagen, okay, jetzt sind nur noch 2 Mann in der Mauer. Aber einen würde ich auf jeden Fall auch hier und heute wieder hinten reinstellen. Was macht Emre denn da für ein Käse?
Kein Problem für Kobel. So, jetzt. Ah, bisschen zu weit. Schade. Und wieder so ein Ball, der da abgefangen wird. Und Süle. Eieiei. So, Marco, mach was. Ah, Sebastian Aller, der und seine Laufwege. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Und unsere Pässe sind auch noch nicht das Gelbe vom Ei. 45 Minuten sind rum. Eine Minute Nachspielzeit kriegen wir. Aber nein. Der Schiedsrichter pfeift unsere letzten Angriffsbemühungen ab. Und wir gehen jetzt mit einer, ja, mit einem 1:0-Rückstand. Denn die Halbzeitpause, nicht viel los bei Sebastian Aller, schon wieder nicht. Und deswegen werden wir wechseln. Sebastian Aller raus und es kommt Füllkrug. Anstoß zur zweiten Halbzeit. Mit einer Auswechslung. Donnemalen ist es nicht. An dem hat es nicht gelegen. Sebastian Aller war so ein bisschen nicht im Spiel drin. Ob es an ihm liegt oder an der Mannschaft. Oh, Wolf. Und Süle riss. Ah, Elfmeter in Bochum. Erinnert mich gerade an die alten Live-Talks. Elfmeter in Bochum. Könnt ihr euch dran erinnern? Eieiei, das waren Zeiten. Kennt ihr die noch, die Live-Talks auf Ben Masterful? 15:30 Samstag. So, jetzt muss ich erstmal diesen Elfmeter hier halten. Der letzte ging oben links. Das heißt, jetzt werden wir den doch nicht rechts verteidigen. 2:0 Bochum. Der VfL macht uns platt. Nach 48 Minuten müssen wir jetzt in der verbleibenden Zeit 2 Tore aufholen. Ja. Kann man halten, muss man nicht. Ärgerlich. Am besten brauchen wir sofort eine Antwort. Sabitzer, Reus nochmal ablegen. Ah, das ist wieder einer. Jawohl, ganz starke Aktion. Und auch dann wieder diese überhasteten, schnellen Fehlpässe. Ja, Wolf versucht's. Wolf kommt nicht dran. Jetzt fehlt uns einer hinten in der Abwehr. Ah, ich hab's geahnt. 3:0 Bochum. Also ich habe den Passweg gerade geahnt und ich habe ihn nicht zugestellt bekommen. Mit diesem Spielverlauf habe ich wirklich gar nicht gerechnet. Vor allem nicht nach der Vorbereitung, die wir rausgehauen haben. Komplettes Gegenteil zur Bayern-Karriere. Schlechte Vorbereitung, starker Start. Und hier in der Dortmund-Karriere verkehrte Welt. Ja, das ärgert mich als Trainer natürlich ungemein. Das heißt natürlich auch, dass wir jetzt natürlich, wir können jetzt nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen, was riskieren, was probieren. Doch, können wir schon. Jetzt können wir nochmal so ein bisschen durchwechseln, weil es ist ja eh relativ wurscht. Nochmal ein Dreierwechsel bei Borussia Dortmund. Ja, auch Mats Hummels muss vom Feld bei 3 Gegentoren. Ja, woran hat es gelegen? Vielleicht die falsche Taktik für uns mit diesem Kick and Rush. Vielleicht muss ich da doch nochmal drüber nachdenken. Vielleicht, weil ich Julian Brandt auf der Bank habe, ist natürlich auch eine Idee, eine Möglichkeit. Ganz stark Marco Reus. Alles vom Laufweg. Endlich mal ein Abschluss. Brandgefährlich. Wenn er den gemacht hätte, hätte er seinen Stammplatz direkt zurückbekommen. Wobei Sabitzer und Reus können wir auch nicht draußen lassen. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, Brandt. Ja, der bringt so ein bisschen Stimmung ins Spiel. Oh, jawohl, Julian Brandt, brandgefährlich. Ja! Anschlusstreffer noch nicht ganz, aber zumindest mal das 3:1. Und ich habe es in den anderen Folgen ja auch schon erwähnt, dieses Ruckeln der Zwischensequenzen, das liegt irgendwie noch am Spiel, an meinem Rechner. Ich spiele ja über den PC, kann es nicht liegen, denn der ist so stark. Daran kann es einfach nicht liegen. Ich habe alle Einstellungen durchprobiert. Und ich kriege dieses Ruckeln einfach nicht weg. Ah, ganz stark von Wolf. Reyna. Ah, da wollte er so zustellen. Ja, Schlotti. Hervorragend. So, brandgefährlich. Ohoho. Also das, ja. Pfeift das bitte. Wenn wir in den letzten 20 Minuten noch 2 Tore hinbekommen, dann haben wir hier auf jeden Fall moraltechnisch was erreicht.
Na, schade, der Pass war nicht ganz schlecht. Und wieder Brandt, der den Ball hier gut geholt hat. Füllkrug. So, Niklas Füllkrug, jetzt kann er mal seine gesamte Stärke, nämlich seine Geschwindigkeit, ausspielen. Nein, das war ein Scherz. Ich weiß nicht, wo ist die Stärke von Niklas Füllkrug? Wir haben nur noch knapp 10 Minuten plus Nachspielzeit. So langsam müssten wir nochmal einen machen. Also der mit Füllkrug gerade wäre natürlich optimal gewesen, wenn daraus was geworden wäre. Reus nochmal auf Rainer. Da ist kein Durchkommen. Reus. Ja. Füllkrug. Die alte Moralsau und brandgefährlich. 3-2. Das ist jetzt der Anschlusstreffer. Ja, Niklas Füllkrug. Hier bereitet er das Ding vor. Also, mit Moralsau meinte ich, weil Niklas Füllkrug ja einer ist mit deutschen Tugenden. Der beißt, der gibt nicht auf. Immer nach vorne. Ja, ja, Mann. Ein Tor noch. Ja, Schlotter weg. Brandt hinten raus. Füllkrug nochmal breit machen. 5 Minuten sind es noch. Wir müssen jetzt nicht überhastet an diesen Angriff rangehen. Rainer. Und das ist Marco Reus. Das wäre es gewesen. Nein, Abstoß. So, hier sieht man nochmal unsere Torchancen. Also wir müssen hier nicht verlieren. Wir hätten einfach 2 Tore mehr machen müssen als der Gegner. Dann wäre hier heute alles gut gewesen. Aber noch können wir ja einen Punkt holen. 90. Minute läuft. Ah, diese ganzen Kleinigkeiten an Foulspielen. 90 Minuten sind rum. Also wenn, dann müsste es jetzt... Jawohl. 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 Genau so stelle ich mir das vor. Zeit ist abgelaufen. Wenn nicht jetzt. Rainer. Wann denn dann macht die? 3-3 Ausgleich in der 94. Wir sind Moralschweine bei Borussia Dortmund. Aus dem 0-3 in der zweiten Halbzeit. Oder aus dem 3-0 das 3-3 gedreht. Wer hätte damit noch gerechnet? Ich. So hier. Leider nicht Brandt, aber es sind die Einwechselspieler, die heute den Ton angeben in der zweiten Halbzeit. Vielleicht muss ich meine Aufstellung zum nächsten Spiel nochmal... Oh, wo komme ich denn her? Überdenken. Und das war's dann auch. Mehr Last Minute geht wieder nicht. Eieiei. Also. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist irgendwo schon ein gerechtes Unentschieden, wenn man 3 Tore gegen uns macht. Wobei ich uns gerade sehr stark rede. Als Borussia Dortmund. Wir müssen natürlich auch in die Saison finden. Im Real Life haben sie ja auch nicht so gut gestartet. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ein Blick auf die Tabelle. Wir haben zwar auch Post. Wir sind auf Platz 10. 2 Spiele, 2 Unentschieden. Das heißt, wir bleiben ohne Niederlage. So, neuer Trainingsplan für den Neuzugang. Okay, also dem muss ich jetzt auch. Okay, das ist auch interessant, dass der jetzt einen Trainingsplan auch hier. Wir machen einfach mal, ach komm, Ranch, der kriegt dann auch Fokus auf Leistung. Ja, Niklas Füllkrug, also du hast ja definitiv, verbessern kann man sich immer, also Feuer frei, ich zähle auf dich. Ich denke mal, du wirst noch wichtig für uns werden in dieser Saison. Ja, später Ausgleich von Rainer verhindert VfL Bochum-Sieg und einer Sache muss ich ja treu bleiben. Und das ist dann erstmal Brandt wieder zurück in die Startelf. Und außerdem werde ich die Teamstrategie abändern. Vielleicht zu früh, aber ich gehe auch mal auf Gegenpressing wie in der Bayern-Karriere. Vielleicht liegt mir das ja auch mit den Dortmundern einfach ein bisschen besser. In der Tabelle, da schauen wir uns auch nochmal die Ergebnisse an. Wer ist denn überhaupt Tabellenführer? Bayern nicht, es ist RB Leipzig. Bayern gewinnt 3-1 gegen Bremen. Dann haben wir 2-2 der TSG gegen Freiburg, 1-0 Stuttgart-Bochum, Wolfsburg 2-0 Heidenheim, Augsburg 1-1 Gladbach, Leverkusen verliert gegen Leipzig. Okay, und dann haben wir nochmal 1-1 Köln. Das war unser erster Spieltag. Jetzt am zweiten Spieltag Mainz gewinnt in Berlin. Frankfurt gewinnt zu Hause gegen Darmstadt. Leipzig 2-0 Stuttgart. Heidenheim 0-2 gegen die TSG. Köln verliert gegen Wolfsburg mit 1-0. Und Union Berlin schlägt Darmstadt mit 3-1. 3-3 Bochum. Dortmund-Freiburg 1-1
Werder Gladbach verliert zu Hause 1:4 gegen Leverkusen. Und das sind die zwei Spiele mit Mainz gegen Frankfurt und Bayern zu Hause gegen Augsburg, die am zweiten Spieltag noch fehlen. Die Bayern können natürlich die Tabellenführung übernehmen. Mit einem einfachen Sieg wären sie wahrscheinlich Tabellenführer. Das soll es dann aber auch für diese Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sage wie immer ciao, tschüss und auf Wiedersehen.